Jojojo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich dachte mir, ich nehme euch mal mit auf eine kleine Offroad-Session. Ich habe mir nämlich ein neues Motorrad gekauft und da werden demnächst auf jeden Fall auch weitere Videos kommen. Meine Huserberg 450 habe ich verkauft und habe mir jetzt halt entschlossen, die hier zu kaufen. Es war ein Gebrauchtmotorrad mit ca. 200 Kilometern oben. So, wo fahren wir hin? Probieren wir es mal aus. Genau, und es ist eine, vielleicht hat es der ein oder andere schon am Sound ein bisschen mitbekommen, es ist eine E-Freeride geworden. Ich bin gestern das allererste Mal richtig gefahren und das Geile ist halt jetzt hier wirklich, ich fahre komplett leise, ich tue keine Tiere stören. Ach du Heilige. Wuhu! Alter! Das habe ich ja noch nie geschafft. Der Profi. Man kennt ihn. Oh. Und ja, ich steige einfach mal kurz ab und zeige euch die schöne Maschine. Puh, jetzt bin ich gerade außer Puste, Alter. Gerade voll den Fuß angehauen. Oh, geil. Bockt. Jo. Wie ich gesagt habe, E-Freeride oder besser gesagt E-XC hat keinen Auspuff, richtig geil. Es wird auf jeden Fall noch einiges passieren mit dem Motorrad. Ein anderes Heck kommt hin, da werde ich wahrscheinlich wieder mit Hotswap, mit einer Halterung das richtig geil machen. Vorne kommen andere Blinker hin, da habe ich schon mal mit ein paar Jungs geschrieben. Die haben dann ein richtig geiles System, die man dann einfach abstecken kann per Magnet anscheinend. Ja, genau. Ich glaube, ich steige einfach jetzt wieder mal drauf. Genau, Bereifung. Bereifung ist so eine Mischbereifung. Oben keine Cross, keine Straßen. Läuft aber ganz gut. Also gerade auf dem Weg gar nicht so schlecht. Ah, hier kommen wir raus. Jo. Ich fahre es jetzt gerade auf Stufe 2. Hat ja 3 Fahrmodis. Aber da gehe ich, glaube ich, alles mal in ein separates Video ein. Heute wollte ich sie einfach mal kurz vorstellen. Es macht auf jeden Fall extremst Laune. Ja, und sie ist halt so still. Es regt keinen auf. Du kannst fahren ohne Ende. Sonntags, Feiertagen, egal wann. Und es stört sie niemand. Das Einzige, was man hört, ist dieses Surren. Und das war's. Ich habe auch schon den ein oder anderen Wheelie probiert. Ich blende euch einfach mal kurz ein Video ein. War sozusagen mein erster Probe-Wheelie. Ging eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Hauptfokus bei dem Bike ist rein auf Spaß. Ja, aber zu Reichweite und Kilometer und so weiter mache ich dann natürlich auch noch mal ein separates Video. Okay, jetzt wird es ein bisschen schneelastiger. Genau, ich habe ja vorhin schon gesagt, wegen den Fahrmodis, ich fahre auf Stufe 2. Das ist dieser mittlere Modus und der ist ungefähr wie eine Gasannahme von einem richtigen Motorrad mit Motor oder besser gesagt mit einem Benzinmotor. Oh, Alter, fuck! Ja, hier ist alles gefroren. Jo, das ist nichts mehr. Neuer Versuch. Aber krass, hier geht es auch gut hoch, aber ja, dann musst du einfach mal mit Schwung dann, glaube ich, probieren, hochzukommen. Und auf ein zweites. Sie spult auch, also sie hat... Immer schön auf Gas bleiben, aber hier ist es so rutschig. Boah, hier spult das Rad nur noch. Jawohl, hier bin ich vorhin stecken geblieben. Oh, ich bin komplett quer. Ja, hier wird's wieder. Komm schon. Fuck. Scheiß drauf, ich schiebe jetzt hier hoch. Jo, da bin ich wieder. Die Maske, die tut ihr nicht hier beschlagen.
Aber ich habe ja hier so einen Einsatz drinnen. Hier oben, ich verlinke es euch mal. Und zwar ist es so ein Brillenadapter. Vielleicht hat es der eine oder andere ja schon mal gesehen. Der einzige Scheiß ist, dass die beschlägt, wenn... Dass die halt beschlägt und nicht die Brille an sich. Die Brille ist top. Aber ja, was will man machen? So, ich glaube... Boah, so rutschig, hey. So, ich glaube, das wird fürs erste Video eigentlich ganz cool sein. Ich glaube, das kann einfach nur eine richtig geile Zeit werden. Bin jetzt schon gefühlt mehr gefahren wie mit anderen Motorrädern von mir zuvor. Und ich hoffe, euch würde das Thema auch mit Elektro sehr interessieren. Ich würde auch super gerne, falls es die Möglichkeit besteht, dann gerne mit anderen Firmen vielleicht zusammenarbeiten oder mal zu gucken, ob ich dann vielleicht ein Testmotorrad zur Verfügung gestellt bekomme, um einfach mal ein bisschen Vergleiche zu ziehen mit anderen E-Motorrädern. Es gibt ja noch nicht so viele, aber es gibt doch ein paar. Würde auf jeden Fall sehr interessant sein für mich. Und ich hoffe für euch auch. Falls ihr Fragen zu dem Motorrad habt, ich habe ja eigentlich jetzt nicht sehr großflächig über das Motorrad geredet, sondern einfach mal nur so grob ein bisschen was erzählt, was mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist. Aber da wird auf jeden Fall noch geiles Zeug kommen, das verspreche ich euch. Deswegen, falls ihr das nicht verpassen wollt, tut mir super gerne ein Abo da lassen. Das würde mir dann auch extrem weiterhelfen. Und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes mehr zu sagen als danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.